Kästner, diese Auslandseinsätze lehnen wir ab. Die von der Bundesregierung herbeigeführten Parlamentsbeschlüsse nach Fortsetzung und Ausweitung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr lehnt die AfD ab. Das erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kästner, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags, zur Bundestagsdebatte in Berlin. Zwar sei die AfD nicht grundsätzlich gegen jeden Auslandseinsatz unserer Soldaten, es müsse aber dabei ein nationales Interesse Deutschlands erkennbar sein. Bei den Engagements der Bundeswehr in Mali, Afghanistan und im Irak ist dies jedoch eindeutig nicht der Fall, begründete Kästner die Gegenposition seiner Fraktion. Generell sei zu beanstanden, dass all diese Auslandseinsätze vor dem Hintergrund einer kaputt gesparten Bundeswehr stattfinden, was allein schon einen Skandal darstelle. Dabei wies AfD-Mitglied des Bundestages Kästner erneut auf den desolaten Gesamtzustand unserer Streitkräfte hin, wie er erst kürzlich vom Werbeauftragten in seinem Jahresbericht ausführlich erläutert wurde. In einer solchen Lage, in der die Probleme der Bundeswehr unter Verteidigungsministerin von der Leyen sich dramatisch zugespitzt hätten, nicht nur stur an den bisherigen Auslandseinsätzen festzuhalten, sondern auch noch bestehende auszuweiten, sei unverantwortlich. Deswegen hat die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag geschlossen dagegen gestimmt, begründete Kästner das Votum der AfD. Der Sicherheitsexperte der AfD verdeutlichte am Beispiel des Bundeswehreinsatzes der UNO-Stabilisierungsmission MINUSMA im afrikanischen Mali die Position seiner Fraktion. Allein die mangelhaften Zustände beim Transport, der Versorgung und Unterbringung unserer Soldaten bei diesem größten und gefährlichsten Einsatz zeugen von grober Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung gegenüber unseren Soldaten, erklärt Kästner. Außerdem seien die übergeordneten Ziele der Bundesregierung zu undefiniert, ein deutsches Interesse sei nicht erkennbar. Die Behauptung von der Leyen, die Truppen im Einsatz erhalte alle notwendige Unterstützung, sei nachweislich unwahr. Die von der GroKo vorgeschobene Begründung, dass unsere Beteiligung deswegen notwendig sei, um Terrorismus, Kriminalität und Verarmung zu bekämpfen, sei eine grobe Irreführung, so Kästner. In Wirklichkeit würden in Mali alte französische Kolonialinteressen mit deutscher Militärbeteiligung verteidigt, zum Beispiel die weitere Ausbeutung derartiger Uranbergwerke zur aktuellen Versorgung französischer Kernkraftwerke. Liken, abonnieren, verbreiten!